Ich war jetzt eine von denen, die bald fortgehen würden, und es dauerte nicht lang, bis alle es wussten. Vielleicht, dachte Ruth, wir würden stundenlang über meine Zukunft diskutieren. Vielleicht dachte sie auch, sie hätte großen Einfluss darauf, ob ich meine Meinung änderte oder nicht. Aber ich wahrte einen gewissen Abstand zu ihr, wie ich mich auch von Tommy distanzierte. Eigentlich hatten wir dort in den Cottages kein einziges richtiges Gespräch mehr. Und ehe ich mich versah, war es Zeit für den Abschied. Kapitel 3, vielmehr Teil 3, Kapitel 18. Die meiste Zeit war es mir ganz recht, Betreuerin zu sein. Man könnte sogar sagen, es brachte meine besten Eigenschaften zum Vorschein. Andere sind einfach nicht dafür geschaffen und für sie wird das Ganze zu einem einzigen Kampf. Vielleicht fragen sie sich ja recht zuversichtlich an, aber dann kommen die vielen, vielen Stunden so nah am Schmerz und an der Angst. Und früher oder später passiert es, dass ein Spender es nicht schafft, auch wenn es vielleicht erst die zweite Spende ist und niemand mit Komplikationen gerechnet hat. Wenn ein Spender so abschließt, aus heiterem Himmel, spielt es kaum eine Rolle, was die Krankenschwestern nachher zu ihnen sagen, und ebenso wenig hilft der Brief, in dem es heißt, alle seien überzeugt, dass sie ihr Möglichstes getan haben und sie möchten bitte so gut weiterarbeiten. Vorläufig sind sie das dann erst einmal demoralisiert. Manche von uns lernen rasch, damit zurechtzukommen, andere, Laura zum Beispiel, lernen es nie. Dann die Einsamkeit. Sie sind mit Scharen von Leuten aufgewachsen, haben überhaupt nie etwas anderes gekannt und auf einmal sind sie Betreuer. Stundenlang fahren sie Mutterseelen allein kreuz und quer durchs Land, von einem Zentrum zum nächsten, von einer Klinik zur anderen, übernachten in Rasthäusern, haben niemanden, mit dem sie ihre Sorgen teilen, niemanden, mit dem sie lachen können. Nur ab und zu treffen sie einen Bekannten, einen Betreuer oder Spender, den sie von früher kennen. Aber sie haben nie viel Zeit. Immer sind sie in Eile oder sie sind zu erschöpft für ein richtiges Gespräch. Es dauert nicht lang, bis ihnen die endlosen Stunden, die Reisen, der unregelmäßige Schlaf, bis ihnen das alles tief in den Knochen sitzt und Teil von ihnen geworden ist, so dass jeder es sehen kann. An ihrer Haltung, ihrem Blick, der Art, wie sie sich bewegen und sprechen. Ich behaupte nicht, gegen das alles immun gewesen zu sein. Ich habe nur gelernt, damit zu leben. Bei manchen Betreuern ist es aber so, dass schon ihre Körpersprache sie verrät. Vielen sieht man es an, dass sie einfach nur ihren Job erledigen, nur das Allernötigste tun und ansonsten auf den Tag warten, an dem man ihnen mitteilt, dass sie aufhören und selbst Spender werden können. Schlimm finde ich auch, wie so viele von ihnen buchstäblich schrumpfen, sobald sie ein Krankenhaus betreten. Sie wissen nicht, was sie zu den Weißkitteln sagen sollen. Sie bringen es nicht über sich, im Namen ihrer Spender den Mund aufzumachen. Kein Wunder, dass sie über kurz oder lang völlig frustriert sind und sich selbst die Schuld geben, wenn etwas schief geht. Ich bemühe mich, niemanden auf die Nerven zu gehen, aber ich weiß inzwischen, wie ich mir selbst wohl Gehör verschaffen kann, sofern es notwendig ist. Und wenn es schlecht läuft, erschüttert mich das natürlich auch, aber zumindest kann ich mir dann sagen, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und das rückt die Verhältnisse wieder zurecht. Selbst mit der Einsamkeit habe ich mich im Lauf der Zeit angefreundet.
Das soll nicht heißen, dass ich mich nicht auf ein bisschen mehr Gesellschaft freue, wenn ich am Jahresende mit allem fertig bin. Aber mir gefällt es auch, wenn ich mich in der Gewissheit in mein kleines Auto setzen kann, dass ich während der nächsten paar Stunden nur die Straßen, den weiten grauen Himmel und meine Träumereien als Begleitung habe. Und wenn ich irgendwo in einer Stadt bin und mir ein paar Minuten Zeit bleiben, schlendere ich gerne durch die Einkaufszentren und sehe mir die Schaufenster an. Hier in meinem kleinen Apartment habe ich 4 Schreibtischlampen, vom Design her alle gleich, aber jede in einer anderen Farbe. Sie haben diesen geriffelten Schwanenhals, den man sich so hinbiegen kann, wie man ihn braucht. So sehe ich mich zum Beispiel nach einem Laden um, der eine solche Lampe in der Auslage hat, nicht um sie zu kaufen, sondern nur um sie mit meinen Lampen zu Hause zu vergleichen. Manchmal bin ich so sehr mit mir beschäftigt, dass es fast ein Schock ist, wenn ich unerwartet einem Bekannten begegne. Dann brauche ich eine Weile, mich auf meinen Gegenüber einzustellen. So war es an dem Vormittag, als ich über den windgepeitschten Parkplatz einer Raststätte ging und auf einmal Laura entdeckte, die in einem parkenden Wagen hinter dem Steuer saß und mit leerem Blick auf die Autobahn starrte. Ich war noch ein Stück entfernt und im ersten Moment war ich versucht, sie nicht zu beachten und einfach weiterzugehen, obwohl wir seit 7 Jahren, seit unserer Zeit in den Cottages, nicht mehr gesehen hatten. Eine merkwürdige Reaktion. Ich weiß, zumal Laura einmal zu meinen engsten Freundinnen gezählt hatte. Wie ich schon sagte, mag es zum Teil daran gelegen haben, dass ich mich nur ungern aus meinen Tagträumen reißen ließ. Aber wahrscheinlich war es auch so, dass ich beim Anblick Lauras, die so in sich zusammengesunken in ihrem Auto saß, sofort erkannte, dass sie eine Betreuerin geworden war, wie ich sie vorhin beschrieben habe, und ein Teil von mir wollte sich einfach nicht damit befassen. Am Ende ging ich natürlich doch zu ihr. Ein eiskalter Wind blies mir entgegen, als ich zu ihrem Wagen hinüberging, der abseits der anderen geparkt war. Laura trug einen formlosen blauen Anorak und ihr Haar, das viel kürzer war als früher, klebte an ihrer Stirn. Als ich an die Scheibe klopfte, zuckte sie nicht einmal zusammen. Ja, sie wirkte nicht einmal überrascht, mich nach der langen Zeit zu sehen. Es war fast, als hätte sie dort gewartet, zwar nicht unbedingt auf mich, aber doch auf jemanden wie mich, jemanden von früher. Und als wäre ihr erster Gedanke, nachdem ich aufgetaucht war, endlich. Denn ich sah, dass sich ihre Schultern wie unter einem Aufseufzen bewegten, bevor sie ganz selbstverständlich hinüberlangte und mir die Tür öffnete. Wir sprachen gut 20 Minuten miteinander. Ich blieb wirklich, solange es nur möglich war. Ein großer Teil unseres Gesprächs drehte sich nur um sie, wie ausgelaugt sie war, wie schwierig einer ihrer Spender war, wie sehr sie diese Krankenschwester und jenen Arzt verabscheute. Ich wartete immer auf ein Aufblitzen der früheren Laura, die für ihr boshaftes Grinsen und ihre unvermeidlichen Witze bekannt gewesen war. Aber vergeblich. Sie sprach schneller als früher. Und obwohl sie sich über unsere Begegnung zu freuen schien, hatte ich manchmal den Eindruck, dass es egal war, ob ich oder jemand anderes ihr zuhörte. Hauptsache, sie kam zum Reden.
Vielleicht empfanden wir beide, dass es nicht ungefährlich war, von früher zu sprechen, denn die längste Zeit vermieden wir jede Andeutung. Aber irgendwann kam dann doch die Rede auf Ruth, der Laura ein paar Jahre zuvor in einer Klinik begegnet war, als Ruth noch Betreuerin gewesen war. Ich begann, sie über Ruth auszufragen, aber sie war so wortkarg, dass ich schließlich sagte: Aber über irgendwas müsst ihr doch gesprochen haben. Du weißt, wie das läuft, sagte sie mit einem tiefen Seufzer. Wir hatten es beide eilig. Außerdem sind wir damals in den Cottages nicht unbedingt als die besten Freundinnen auseinandergegangen. Vielleicht waren wir also beide nicht hoch erfreut über unsere Begegnung. Mir war nicht bewusst, dass auch du mit ihr überkreuzt warst, sagte ich. Sie zuckte die Achseln. Es war keine große Sache. Du erinnerst dich doch, wie sie damals war. Nach deinem Weggang wurde es eigentlich noch schlimmer. Du weißt schon, das ständige Herumkommandieren, dieses Chefinnengehabe. Ich bin ihr einfach aus dem Weg gegangen, weiter nichts. Wir hatten keinen Krach oder so. Also hast du sie seither auch nicht mehr gesehen? Nein. Komisch, aber ich bin ihr tatsächlich nie begegnet. Ja, das ist komisch. Man würde doch denken, dass wir uns eigentlich alle viel öfter treffen müssten. Hanna habe ich ein paar Mal gesehen und Michael H. ebenfalls. Dann sagte sie: Ich habe gehört, dass Ruths erste Spende ganz übel verlaufen sein soll. Nur ein Gerücht, aber mir ist es zu Ohren gekommen. Ich hab's auch gehört, sagte ich. Arme Ruth. Wir schwiegen einen Moment, bevor Laura fragte: Stimmt es, Kathi, dass sie dich jetzt deine Spender aussuchen lassen? Da sie nicht in dem vorwurfsvollen Ton fragte wie manche andere, nickte ich und sagte: Nicht immer. Aber nachdem es mit ein paar Spendern gut gelaufen ist, habe ich hin und wieder was mitzureden. Ja. Wenn du wählen darfst, sagte Laura, warum wirst du dann nicht Ruths Betreuerin? Daran habe ich auch schon gedacht, aber ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Laura sah mich erstaunt an. Aber du und Ruth, ihr seid euch doch immer so nah gewesen. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist wie bei dir, Laura. Am Schluss waren wir nicht mehr so gute Freundinnen. Ach, das war damals. Sie hat eine schlimme Zeit hinter sich. Und ich habe gehört, dass sie auch mit ihren Betreuern Pech hatte. Man musste sie öfter wechseln. Kein Wunder, sagte ich. Kannst du dir vorstellen, Ruths Betreuerin zu sein? Laura lachte. Und für eine Sekunde trat ein Ausdruck in ihre Augen, bei dem ich dachte, im nächsten Moment werde wieder die alte Laura hervorbrechen. Aber das Leuchten erstarb und sie saß wieder nur mit ihrem müden Gesichtsausdruck da. Wir sprachen noch eine Weile über Lauras Probleme, vor allem über eine bestimmte Krankenschwester, die es anscheinend auf sie abgesehen hatte. Dann war es Zeit für mich zu gehen und ich langte nach dem Türgriff und sagte, wir hätten noch viel zu bereden, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Aber jetzt brannte uns etwas auf der Seele, was wir bis dahin ausgeklammert hatten, und ich glaube, wir hatten beide das Gefühl, es wäre falsch, uns einfach zu verabschieden, ohne wenigstens am Rande zu erwähnen. Tatsächlich bin ich mir sicher, dass unsere Gedanken in diesem Augenblick genau parallel liefen. Es ist schon verrückt, sagte sie, wenn man denkt, dass es das alles nicht mehr gibt. Ich drehte mich wieder zu ihr um. Ja, wirklich seltsam, sagte ich. Ich kann es auch kaum glauben, dass es nicht mehr da ist.
Es ist so verrückt, sagte Laura. Eigentlich könnte es mir ja egal sein heute. Aber es ist mir nicht egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Es war dieser kurze Wortwechsel, mit dem wir endlich die Schließung von Heilsham streiften, der uns einander auf einmal wieder nahe brachte. Und wir nahmen uns spontan in die Arme, weniger um uns gegenseitig zu trösten, sondern wie zur Bestätigung, dass Heilsham immer noch da war, dass es aus unserer Erinnerung nie verschwinden würde. Dann beeilte ich mich, zu meinem Auto zurückzukehren. Dass Heilsham geschlossen würde, hatte ich zum ersten Mal etwa ein Jahr vor der Begegnung mit Laura gehört. Ein Spender oder Betreuer hatte es im Gespräch beiläufig erwähnt, so als wäre er fest davon überzeugt, dass ich ohnehin schon alles wusste. Du warst doch in Heilsham, oder? Es stimmt also, was man hört. Es waren Bemerkungen dieser Art. Eines Tages, als ich gerade aus einer Klinik in Suffolk kam, begegne ich Roger C., der eine Jahrgangsstufe unter uns gewesen war, und er bestätigte mit absoluter Gewissheit, Heilsham stand vor der Schließung, jeden Tag konnte es soweit sein, der Verkauf von Haus und Gelände an eine Hotelkette war bereits in Planung. Ich erinnere mich an meine erste Reaktion, als ich das hörte. Aber was wird dann aus all den Kollegiaten? Roger dachte offensichtlich, ich meinte die gegenwärtigen Bewohner von Heilsham, die Kleinen, die noch auf ihre Aufseher angewiesen waren, und er setzte eine sorgenvolle Miene auf und begann, Vermutungen anzustellen. Sie müssten wohl auf andere Häuser im Land verteilt werden, auch wenn in manchen wohl ganz andere Verhältnisse herrschten als in Heilsham. Aber das hatte ich natürlich nicht gemeint. Ich hatte uns alle gemeint, all die Kollegiaten, die mit mir zusammen aufgewachsen waren und jetzt über das ganze Land verteilt lebten, Betreuer und Spender auseinandergerissen und doch durch unsere gemeinsame Herkunft immer noch miteinander verbunden. An diesem Abend, als ich in einem Motelzimmer einzuschlafen versuchte, musste ich immer wieder über eine Begegnung nachdenken, die ich ein paar Tage zuvor gehabt hatte. Ich war in Nordwales. Ich war in Nordwales in einer Stadt am Meer gewesen. Den ganzen Vormittag über hatte es in Strömen gegossen, aber um die Mittagszeit hörte der Regen auf und die Sonne kam sogar hervor. Ich war auf dem Weg zu meinem Auto, das ich in einer dieser langen, geraden Küstenstraßen geparkt hatte. Es war kaum ein Mensch unterwegs und vor mir zog sich eine ununterbrochene Linie nasser Pflastersteine endlos hin. Nach einer Weile hielt vielleicht 30 Meter vor mir ein Lieferwagen und ein Mann stieg aus, der als Clown verkleidet war. Er öffnete die Hintertür und nahm ein Bündel heliumgefüllter Luftballons heraus, vielleicht ein Dutzend Stück, die er an Schnüren in einer Hand hielt, während er sich vorbeugte und mit der anderen in seinem Fahrzeug stöberte. Als ich näher trat, sah ich, dass die Ballons Gesichter und abstehende Ohren hatten, wie Mitglieder eines kleinen Stamms, die hoch über ihrem Anführer in der Luft schwebten und auf ihn warteten. Der Clown richtete sich auf, sperrte seinen Lieferwagen ab und setzte sich in derselben Richtung in Bewegung, in die auch ich ging. Er war mehrere Schritte vor mir, einen kleinen Koffer in der einen Hand, die Ballons in der anderen. Die Küstenstraße zog sich lang und gerade dahin und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Ewigkeit hinter ihm hertrottete.
Manchmal war mir die Situation peinlich und ich dachte schon, der Clown werde sich früher oder später umdrehen und mich ansprechen. Aber ich hatte keine Wahl und musste nun mal diese Richtung einschlagen. Also gingen wir weiter, der Clown und ich, auf diesen menschenleeren, noch regennassen Bürgersteig, und während der ganzen Zeit rempelten die Ballons sich gegenseitig an und grinsten auf mich herunter. Ab und zu sah ich die Faust des Mannes, in der alle Ballonschnüre zusammenliefen, und ich sah, dass er sie umeinander gewickelt hatte und mit sicherem Griff hielt. Dennoch machte ich mir Sorgen, dass sich ein Faden lösen und ein einzelner Ballon in den Wolken verhangenen Himmel davon segeln könnte. Als ich nach der Begegnung mit Roger abends wach im Bett lag, sah ich wieder diese Ballons vor mir und ich dachte, die Schließung von Halesham war so, als käme jemand mit einer Schere und durchtrennte die Ballonschnüre genau dort, wo sie sich über der Hand des Mannes übereinander schlangen.